So, Freunde, euer Simon hier. Es ist Mittwoch. Es ist selbstverständlich immer Ernährung, meine lieben Freunde. Wir stehen in meiner Küche. Und heute gibt es ein ganz besonderes Video, weil ich euch ein Produkt vorstellen möchte. Und auch das ist keine Werbung, keine bezahlte Werbung oder irgendwas. Es ist ein Produkt, das ich gefunden habe für mich. Und es erleichtert es mir, oder es erleichtert mir, weniger Fleisch zu essen. Und ich glaube, viele von euch da draußen haben auch sich als Ziel gesetzt, auch für dieses Jahr und auch für die Zukunft, weniger Fleisch oder gar kein Fleisch mehr zu essen. Und auch hier, ihr wisst, ich respektiere jede Meinung. Wenn jemand Fleisch essen möchte, das ist seine Meinung. Ich esse auch Fleisch, aber immer, immer weniger. Und ich möchte euch aber bei eurer Entscheidung, esse ich Fleisch, ja oder nein, ich möchte euch einfach das Argument mit sozusagen zur Abwägung mit auf den Weg geben. Schaut euch wirklich mal an, wie die Tiere gehalten werden. Und wenn ihr damit klarkommt, dann ist es eure Entscheidung. Aber ich finde, dieses Argument sollte einfach mit dazukommen. Als ich früher sehr viel Fleisch gegessen habe, habe ich das einfach so ein bisschen ausgeblendet. Ich habe mich dann wirklich viel damit beschäftigt, wie die Haltungsbedingungen sind, wie es den Tieren geht, was die Tiere auch empfinden, und bin einfach zu dem Schluss gekommen, dass ich einfach weniger Fleisch essen sollte für mich und vielleicht irgendwann tatsächlich kein Fleisch mehr, aber es gibt einfach Vorteile von Fleisch, wie gesagt. Und welche Vorteile? Warum essen wir eigentlich Fleisch oder warum essen die meisten Leute Fleisch? Und ich glaube, da gibt es so zwei Hauptgründe. Zum einen der Geschmack, und das werden ganz, ganz viele, das ist bei mir auch so. Ich mag Fleisch vom Geschmack. Ein schönes Steak, irgendwie ein schönes Hackfleisch oder so. Ich mag den Geschmack sehr gerne. Ich mag diese Röstaromen, ich mag einfach den Geschmack sehr, sehr, sehr gerne. Und der zweite Grund sind einfach gute Nährwerte bei Fleisch. Und das ist auch wirklich, jeder, der sagt, Fleisch ist ungesund per se, das stimmt nicht. Fleisch hat wirklich viele Vorzüge, was die Nährwerte angeht. Wir haben viel Eiweiß, wir haben so gut wie keine Kohlenhydrate oder sehr, sehr wenig Kohlenhydrate. Und insgesamt ist es einfach ein gutes Produkt, um eben sein Eiweiß zu decken. Und besonders für den Sportler, der Muskeln aufbauen will, wir haben eben ein recht hochwertiges Eiweiß. Schönen guten Tag, Sir. Hätten Sie Interesse an Schokolade? 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 So, sorry, es hat geklingelt. Sorry für die Unterbrechung. Auf jeden Fall, genau, diese zwei Gründe gibt es für die meisten, eben Fleisch zu essen, für mich auch. Wie gesagt, gute Nährwerte eben viel Eiweiß und ein wirklich guter Geschmack. Dieses Produkt, was ich euch heute zeige, und ich sage euch direkt, was es ist. Das ist dieses Veggie-Hack. Das habe ich, dieses trockene Veggie-Hack, was ich bei, ich glaube, ich habe das, genau, bei DM steht auch drauf, da gefunden. Ich glaube, das ist endlich ein Produkt, das wirklich beide Gründe fürs Fleischessen ganz gut aufwiegen kann. Die meisten, und ich weiß, warum die meisten immer noch bei Fleisch bleiben, obwohl es sehr, sehr viele Fleischersatzprodukte gibt. Besonders ein Sportler meidet die meisten Fleischersatzprodukte. Warum? Entweder sie schmecken einfach nicht lecker. Also müssen wir uns auch nichts vormachen. Wenn irgendwie so ein Tofu-Block oder irgendwie sowas ist, der hat dann super Nährwerte auch. Ja, der hat auch viel Eiweiß, auch wenig Kohlenhydrate und auch so gut wie kein Fett und meistens sogar noch bessere Fette. Aber es schmeckt einfach nach Pappe. So, und dann ist, wie gesagt, ein Hauptgrund nicht erfüllt. Oder sie schmecken ganz gut. Und es gibt einige Sachen, die schmecken ganz gut. Die sind dann aber meistens wirklich entweder mit Zucker voll oder sind wirklich mit Weizenkleie oder mit Weizeneiweiß. Und das ist für einen Sportler einfach nicht gut. Weizeneiweiß ist nicht hochwertig für den Muskelaufbau, insgesamt auch für den Körper. Wenn da wirklich nur Weizeneiweiß ist oder irgendwelche anderen Sachen, Zucker voll gepackt und so weiter, dann sind die Nährwerte schlecht und vielleicht schmeckt es dann ganz gut. Also beide Gründe werden meistens nicht abgedeckt von diesen Produkten. Und ich finde, dass die Industrie da immer besser wird und immer bessere Produkte macht. Und deswegen auch hier dieses Produkt, wie gesagt, finde ich echt ganz gut. Warum? Wenn wir uns die Nährwerte angucken, ist das Ganze wirklich besser, wirklich zum Teil besser von der biologischen Wertigkeit nicht unbedingt. Wir haben hier Erbseneiweiß und Jackfruit und das war's. Aber wenn ihr euch die Eiweißmenge anschaut, die Fette anschaut, wir haben hier eben mehr ungesättigte Fette, auch ein paar gesättigte, aber wirklich die Nährwerte und auch so gut wie keine Kohlenhydrate. Wir haben fast 80 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm des Produkts. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Das ist eigentlich wie ein Eiweißshake, also wie ein konzentriertes Eiweiß. Das ist Wahnsinn, also wie ein herzhafter Eiweißshake. Aber probier das mal, das ist richtig geil.
Und das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Die Nährwerte sind top, wenig Zutaten, wirklich wenig, was da so noch drin ist und so weiter. Verarbeitung ist sehr, sehr, sehr einfach. Und beim Geschmack, auch der Geschmack. Ich glaube, durch diese Jackfruit kriegt das Ganze so ein bisschen eben, ja, so ein herzhaftes Fleischaroma, was ich sehr, sehr gut finde. Ich sehe auch immer mehr, dass mit Jackfruit gearbeitet wird. Ich finde es sehr, sehr, sehr gut. Und auch Erbsenprotein hat einen schönen Geschmack, hat nicht diesen muffigen Geschmack. Das Ganze erfüllt ganz gut beide Gründe des Fleischessens. Und ich möchte euch eben mit solchen Tipps versuchen, vielleicht ein bisschen näher zu bringen und schon mal weniger Fleisch zu essen. Das Ganze, ich habe es gerade Kamil probieren lassen und Kamil meinte, wow, ich hätte jetzt nicht gemerkt, dass es kein Fleisch ist. Wie gesagt, und das ist echt gut. Und wenn man da auch noch Top-Nährwerte hat, ist das Ganze sehr, sehr schön. Ich zeige euch, wie gesagt, direkt mal ein kleines Rezept dazu. Holt, das ist wirklich so das Einfachste, was ich mir wirklich häufig mache. Einfach mal diese mexikanische zum Beispiel, ihr könnt auch selbst natürlich Gemüse machen, aber ihr wisst, schnell und einfach bei uns immer, mexikanische Gemüsepfanne, zack, in die Pfanne, das Ganze ein bisschen auftauen lassen, in der Mitte das Wasser drin lassen, das Ganze, ihr könnt es auch sonst muss es nämlich aufquellen, aber da habt ihr Flüssigkeit, das Ganze in die Mitte rein, das saugt sich mit der Flüssigkeit voll und dann noch ein bisschen mehr kochendes Wasser einfach drüber in die Mitte, dann quellt das auf, dann kriegt ihr ungefähr die dreifache Menge ungefähr, das heißt ungefähr bei der Menge kriegen wir ungefähr so viel wie bei 225, 250 Gramm Fleisch. Von der Menge und auch vom Volumen vom Hackfleisch. Das Ganze einfach ein bisschen quellen lassen, das Ganze dann verrühren und zum Beispiel ein bisschen passierte Tomaten oder ein bisschen Tomatenmark drüber. Fertig. Und ich blende euch jetzt einfach mal die Nährwerte von dieser riesen Pfanne ein. Und die sind einfach gigantisch. Das ist, wie gesagt, das ist absolut top. Das ist eine tolle, tolle, tolle Mahlzeit. Sowohl von den Nährwerten als auch vom Geschmack. Das ist ein köstliches Chili. Das ist ein köstliches, könnt ihr noch ein bisschen Schärfe drüber machen. Das ist ein unglaublich leckeres Chili. Welche Vorteile hat es noch für mich? Wirklich, ganz, ganz besonders für mich. Fleisch anbraten riecht meistens etwas unangenehm. Ich mag das nicht so gerne, wenn meine Bude wirklich nach diesem Fett riecht, wenn man das wirklich anbrät und so weiter und dann dampft es. Hier gar nicht. Wir haben keine Gerüche, wir haben keine Geruchsentwicklung, wir haben kein Anbraten, wir brauchen kein zusätzliches Fett mit reinzugeben. Wir haben etwas bessere Fettsäuren, wie gesagt. Wir haben gutes Eiweiß. Es ist ein tolles, tolles Produkt und es wird immer besser. Was möchte ich euch damit sagen als kleines Fazit? Auch kleines Rezept, wie gesagt, keine Produktempfehlung. Aber ich möchte, wie gesagt, wenn ihr Fleisch esst, die Gründe, dann nehmt bitte den Grund mit rein. Schaut euch an, wie die Tiere gehalten werden als erstes. Zweites, verschließt nicht die Augen. Und ich glaube, das ist der größte Fehler, den so viele Veganer machen, militante Veganer, die sagen, nein, ihr dürft nicht. Und dann verschließen viele Fleischesser einfach die Augen vor solchen Produkten. Schaut mal in so ein Regal, in so ein Vegan-Regal. Schaut da mal rein. Ihr müsst nicht Veganer sein, um diese Sachen zu konsumieren. Die haben auch für uns Fleischesser auch viele, viele Vorteile. Also schaut da mal nach. Schaut, lernt von allen Seiten. Und es gibt viele tolle neue Produkte, die ihr dann vielleicht entdeckt, die ihr sonst nicht entdecken würdet, weil ihr sagen würdet, nein, ich haue erst recht mein Steak jetzt auf den Teller oder so. Was ich auch, wie gesagt, Reaktanz kann ich absolut verstehen. Und wie gesagt, schaut da mal nach, verschließt euch nicht vor solchen Produkten. Und ich glaube, wenn wir alle etwas weniger Fleisch essen würden, würden sich die Haltungsbedingungen ändern. Es würde insgesamt sehr, sehr viel fürs Tierwohl geben. Und damit wäre sehr, sehr, sehr viel geholfen. Es wäre auch, wie gesagt, viele, viele Sachen werden besser und wie gesagt, wir haben ja Ziele fürs neue Jahr, deswegen auch so ein Video im neuen Jahr. Meine lieben Freunde, ich hoffe, es bringt euch weiter. Ich hoffe, ihr lernt etwas aus diesen Videos und ich hoffe, ihr abonniert den Kanal. Ihr bleibt dabei, schaut bei Facebook, Instagram vorbei. Die besten Supplements, Body Nutrition, die besten Klamotten, VIP. Bis dahin, euer Simon. These bars in my phone.